Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es knistert schon, es wird nicht mehr lange dauern, bis der Anpfiff hier ertönt. Die Spieler müssten eigentlich jeden Moment aus den Kabinen kommen. Es ist soweit. RB Leipzig gegen Benfica Lissabon. Ich bin Marco Hagemann, Ihr Kommentator für diese Partie, und ich bin echt happy darüber, mit Hansi Küpper zusammen dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Ja, hallo Marco. Ich glaube, die Zuschauer und wir beide hier oben werden heute eines erleben, was wir uns richtig wünschen, nämlich ein Fußballfest. Die Fans erheben sich für die UEFA Champions League-Hymne. Das hier ist die Aufstellung für heute. Platz. Da steigt er hoch. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Ja, sie haben das prima gemacht. Sie sind in den 16-Meter-Raum gekommen. Die Flanke kam gut. Die Chance allerdings wurde vertan. Das muss beim nächsten Mal besser werden. Kann aber auch in die Mitte ziehen und selbst zum Abschluss kommen. Das macht ihn so unberechenbar. Spätestens jetzt wissen sie ganz genau, was der Gegner vorhat. Das Spiel breit machen, über die Flügel kommen und dann mit Flanken für Gefahr sorgen. Der kennt da nichts und geht voll rein. Samaris. Jo, das gibt Freistoß. Sucht die Lücke. Seferovic. Tor für Benfica Lissabon. In einem solchen Duell kann ein Torhüter praktisch nicht gewinnen. Simpel, einfach nach vorne. Versucht da durchzustecken. Die Fahne bleibt unten. Er bringt ihn flach rein. Sensationell von Forsberg. Ganz starke Leistung. Und wenn du mich fragst, wer wird das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment Tendenz diese Mannschaft. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Da haben sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an, der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Wir sind auf Remikus. Das ist die Strafe. Das ist ein Foul. Der Torhüter sucht seinen Mitspieler.
Da kommt der Flachpass. Ah, da steht er nicht optimal zum Ball. Rasenballsport Leipzig. Ist gut aufgerückt. Die Spieler waren da im 16-Meter-Raum. Aber am Ende ist nichts rausgesprungen. Stelle gilt es weiterzumachen. Ein Tor auf jeder Seite, es steht immer noch unentschieden. Benfica Lissabon stößt an zur zweiten Hälfte. Bekommt den Freistoß. Es gibt Ecke. Er springt hoch zum Kopfball. Ganz knapp am Tor vorbei. Der Torwart guckt einfach nur hinterher, reagiert gar nicht und wird, glaube ich, ziemlich erleichtert sein, dass der Ball nicht aufs Tor gekommen ist. Er zieht in Richtung Tor. Großartig von außen. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Perfekt platziert. Ich lege mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den da. Präzise und hart. Zwei Tore.
seinen Mitspieler. Er treibt den Ball durch. Schöne Chance, aber vertan. Sie machen den Ball nicht rein. Ein Königreich für einen Anschlusstreffer. Angekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Bekommt den Freistoß. Klare Sache, das muss gelb geben. Oh je, das tut schon beim Hingucken weh. Die Spieler versammeln sich und gucken, ob alles in Ordnung ist. Was für ein überflüssiges, was für ein dummes Foul ohne jede Chance auf Bayern. Versucht da durchzustecken. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Was für eine unglaubliche Aufholjagd. Mit den fantastischen Fans im Rücken hat man das verloren geglaubte Spiel doch noch gewonnen. Sie haben das schnell und richtig erkannt, der Gegner. Girl about a 10, I should fuck her in the best, yeah.